Leider, und dieses Schicksal teilen sie mit vielen Menschen, die von einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung betroffen sind, kommt die Diagnose spät. Leider, und dieses Schicksal teilten sie mit vielen Menschen, die von einer Tiefe... Kommt diese Diagnose spät. Ah, so, okay, jetzt habe ich es selber begriffen. Hätten sie davon gewusst, als sie noch klein waren, hätte es ihnen vieles ersparen können. Haben Sie irgendwelche Bücher darüber? Dieses hier von Tony Atwood. Er ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie können erst einmal ausleihen, kostenlos. Brennen Sie uns nicht nur damit nicht durch. Danke, Doc. Nun, Sie sind beide ein Paar. Und verheiratet ohne sonstige rechtliche Bindung. Ja, ich verstehe. Nun, ich könnte Ihnen einen spezialisierten Therapeuten überweisen, wenn Sie das möchten. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten in Ihrer Beziehung? Nein. Und wie sehen Sie das? Nein, alles ist in Ordnung. Wie auch immer, Sie sollten das Buch ebenfalls lesen. Es wird Ihnen helfen, den Zustand Ihrer Partnerin zu verstehen. Ich... lieber nicht. Wieso nicht? Nun gut, es ist Ihre Entscheidung. Für die vorläufige Behandlung gibt es die sogenannte Hypotherapie. Die könnte ihr helfen. Eine Ranch nördlich von hier bietet sie an. Ich könnte Ihnen das in die Wege leiten. Ich hab's dir doch gesagt. So, der Pfeil zeigt direkt da drauf. Und ein Memory Link ist erhalten. Die klettern halt auf den Tresen. Na super. Wofür bin ich denn jetzt hier? Halt, nein! Da drauf und die Uhr. Ach ja, okay. Dann weiß ich jetzt auch schon, was unser Memento ist. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte die Uhr leise stellen? Sie kann das Ticken nicht gut ertragen. Ist nicht so schlimm, ich halte das schon aus. Kein Problem, das mache ich gerne. Falls es noch etwas gibt, was Sie beunruhigt, sagen Sie mir einfach Bescheid. Vielen Dank. Das erklärt dann wohl die Uhren im Haus. Notiz, Uhren ticken erhalten und einen Memory Link. Die Notiz lese ich mir gleich auch mal durch. Uhr. Die Uhren in Johnnys Haus ticken nicht. Uhren ticken, etwas, das River nicht leiden kann. Tja, niemand kann es leiden, wenn die Zeit vergeht. So, auf jeden Fall ist die Uhr unser Memento. Kommen wir da auch wieder hoch? Da kommen wir auch hoch, ja. Notiz Tony Atwood. Der Autor einer Buchreihe über Rivers Störung. Okay, mehr ist da nicht. Der Doc will auch nichts sagen. Handtasche. Eine einfache gelbbraune Handtasche. Und ein Memory Link. Ja, mehr brauchen wir davon nicht. Da unten sitzen sie jetzt noch gemeinsam. Da ist doch der Plüsch-Platypus. Ein Plüschnabeltier. Ich kann es nicht fassen, diese Scheußlichkeit schon so früh in den Erinnerungen auftaucht. Da hat jemand sein Plüschtier wohl sehr sorgsam behandelt. Und hatte, was Tiere angeht, einen ziemlich miserablen Geschmack. Ein Memento brauchen wir noch. Die Frage ist, was kann es sein? Da ist wieder die Handtasche. Nicht mehr lange. Sie werden dich gleich aufrufen. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall unser... Ach, da muss ich dahin gehen. Dafür genau. Und dann... Ah, genau.
Jetzt bin ich gespannt. Wir sind hier. Wir sind bis jetzt nicht mehr weiter arg weit gesprungen. Und wir haben ein paar Versuche, so wie es aussieht. 4 Stück wären ideal. Jetzt mache ich einfach mal hier so querbeet. Das hier. Und das war richtig! Yay! Wir können hier weg. Jetzt hüpft doch mal ein bisschen. Hüpft doch mal. Oh, war das jetzt gerade ein großer Sprung? Von da nach da? Ein Kino? Psst, schau! Ich weiß, ich kann es auch nicht glauben, dass es für diesen Film, dass er für diesen Film bezahlt hat. Nein, du Idiot, schau! Wir sind gesprungen! Heilige weichgekochte Macaroni, der Bengel ist alleine im Kino. Was für ein Versager. Du gehst ständig allein ins Kino. Das ist etwas anderes. Niemand ist kompetent genug, meinen Geschmack zu verstehen. Aber das außen mal vor. Wie kann sich jemand diesen... Wie kann sich jemand diesen Müll hier antun? Da ist sie sprachlos. Und es ist wohl Klein Johnny ziemlich enttäuscht. Und das daraus folgt, dass der Film auf der Handlungsebene wie auch der Metaebene ein völliger Reinfall ist. QED. Keine Ahnung. Komm schon, gehen wir. Was? Ach ja, richtig. So, gibt's hier noch irgendwie was? Anscheinend nicht, aber Türen gibt es hier. Dann gehen wir Johnny mal hinterher. Ein Memory Link erhalten und da ist Klein Johnny. Wow, warte, ich rede nur mit einem Emo-Teenager. Ich rede nur mit einem Emo-Teenager. Grammatik, mein lieber Watson. Sei du bloß ruhig. Grammatik ist ja nicht mal dein ganzer Satz. Ist ja nicht mal ein ganzer Satz. Lass uns einfach nach Memento schauen und gehen. So, warum redet er null mit ihm? Ich rede immer noch null mit einem Emo-Teenager. Ist es der gleiche Kinoraum? 2 Türen für... Ach, und da ist er auch wieder drin. Alleine. Lässt sich aber nicht ansprechen. Ich weiß gar nicht, was sie sich überhaupt im Kino angucken. Und da sitzt er draußen. Da sind Toiletten. Aber in die können wir, glaube ich, nicht rein. Hallo? Die Leute sind ansprechbar. Oder untouchbar. Und weg. Sie lösen sich auf, wenn wir sie berühren. Was tust du? Das ist jetzt die 3. Person, die du entfernt hast. Ist doch nichts Endgültiges. Man kann Personen entfernen. Wir entfernen sie alle. Aber hier, der ist so geisterhaft. Du weißt, dass es nichts bringt, sie zu beseitigen, sie so zu beseitigen, richtig? Wo ist dann das Problem? Ich weiß es auch nicht genau, wo das Problem ist. Schade, dass ich die hier nicht entfernen kann. Die sieht auch sehr interessant aus, die Gestalt. Die hier ist richtig rabenschwarz. Egal. Klein Johnny ist noch da. Dann quatschen wir mit ihm. Versetzt worden? Das ist der Moment für ein Polaroid. Du kannst dich gut in deinesgleichen einfühlen, wie ich sehe.
Hey, ich will ihm eine Freundin basteln. Können wir ihm nicht eine Freundin basteln, Eva? Nein. Oh. Wahrscheinlich muss ich wirklich alle hier beseitigen. Zwei sind noch da. Zumindest wie ich sehe. Guck, jetzt ist dieser Ort vollkommen leer und gespenstisch. Ich hoffe, du wirst nun glücklich. Ist jetzt was hier? Hey, John, erspar uns das und das in Ruhe. Es ist jetzt gerade irgendwie ziemlich seltsam. Es brutzelt. Hier ist nichts. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich fürchte, wir müssen ihn noch mal ausquetschen. Viel Erfolg. Wenigstens sind diese hier diesmal keine Oliven. Ich verwirre. Kamera fällt allein. Ah, guck an. River? Du warst die ganze Zeit da drin? Ich habe im Foyer auf dich gewartet und ich dachte schon, du wärst nicht gekommen. Warum bist du rausgekommen? Ich dachte, wir wollten uns den Film gemeinsam ansehen. Was? Ich dachte, das sollte ich dich fragen. Wie meinst du das? Wir haben den Film zusammen angeschaut und plötzlich bist du rausgegangen. Wir haben ihn nicht zusammen angeschaut. Ich wusste doch noch nicht mal, dass du hier bist. Wenn du mich gesehen hast, warum bist du dann nicht zu mir gekommen? Was macht das für einen Unterschied? Wir haben einen und denselben Film im selben Raum angeschaut. Was hast du? Du bist so merkwürdig. Möchtest du diesen Film jetzt nicht mehr zusammen mit mir anschauen? Klar will ich das. Komm, lass uns reingehen, bevor er vorbei ist. Tja. Ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt eine clevere Bemerkung machen. Dein Gefühl täuscht dich. Hoffentlich wartet drinnen die nächste Mitfahrgelegenheit. So, also jetzt können wir jetzt wieder ins Kino gehen. Warum flackert das Licht hier so? Ah, jede Wette dieses Schnabeltier. War ja so klar. Dann wollen wir mal gucken. So, ideal wären 5. Ich zähle aber gerade 4. Ich zähle im Moment gerade gar nichts. Aber ich habe so wie es aussieht schon gelöst. Ein Hoch auf mich. Ja, nächster Sprung. Aktivieren. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, dieses Schnabeltier wächst mir so langsam ans Herz. Hauptsächlich aus praktischen Gründen, aber immerhin. Ja, es ist unser Sprungbrett. So, wir sind jetzt also in der Teenager-Phase. Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Na, egal. Komm schon, Junge, hast du keine Eier? Doch, das schon. Hör mal, vielleicht war das doch keine so tolle Idee. Ach Gott, was soll schon passieren?
Denk doch mal nach. Das Schlimmste, was dir passieren kann, sie sagt nein. Du schlenderst weiter, als ob nichts wäre. Niemand wird es jemals erfahren. Und alle halten dich immer noch für cool. Und wenn sie jemanden davon erzählt? Oder mich anschreit? Jetzt reiß dich mal zusammen, du Waschlappen! Oder wenn sie ja sagt, aber eigentlich nein meint. Jetzt mach mal halblang, wer tut denn sowas? Und wenn sie nur eine Enzyklopädie ins Gesicht schmeißt, Ich habe nicht einmal einen Helm dabei. Oh Gott, ich bin so dermaßen schlecht vorbereitet. Alter, keine Panik! Bauch rein, Brust raus und hör auf, dich wie ein Waschlappen aufzuführen. Genau, sag ihm, wo es lang geht. Alles wird gut. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, was tust du? Psst. Hallo. Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Wieso hast du nie... Ach, egal. Ganz schön cooles Schnabeltier hast du. Was liest du da? Ein Buch. Über Schnabeltiere? Nein. Oh, das finde ich super. Faceball von... Leuchttürme. Was? Es gibt doch ganz genau 16 Leuchttürme mit Fresnelschen Linsen zweiter Ordnung in unserem Land. 9 von ihnen, die sind direkt an der Küste. Und einer war vor seinem Umbau ein historischer Leuchtturm mit Kerosinlampe. Ach so, darum geht es in deinem Buch. Sag mal, möchtest du dir vielleicht irgendwann mal mit mir zusammen im Kino einen Film ansehen? Ich weiß nicht. Schon okay. Du kannst in Ruhe darüber nachdenken. Kann ich nicht. Warum? Kein Datum, keine Uhrzeit. Oh, naja, wäre es mit diesem Samstag um 8. Na? Eva, ich glaube, das System hängt. Ja. Oh, klasse! Schon gut. Ich nehme an, die Einzelheiten klären wir dann später. Tja, ich werde dann mal... Was schaust du mich so erwartungsvoll an? Du meinst sicher, dass ich jetzt noch einmal ausspreche, wie unglaublich peinlich diese Vorstellung war? Vergiss es, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Lass ihn doch, er war eben noch ein Kind. Gerade du solltest ja wissen, wie es sich da anfühlt. Was soll denn das heißen? Halt die Klappe, wir müssen weiter. Halt die Klappe ist nicht mein Name. So, wir müssen dann hier wieder nach Memory Links suchen, aber das mache ich dann in der nächsten Aufnahmesession. Ich muss jetzt ein Päuschen machen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal und sage Tschüssikowski. Bye bye.